Hallo, mein Name ist Braket, das ist Let's Play Commander Keen 4 und heute gehen wir in die Pyramide des Schattens. Was das letzte Level sein wird, weil hier... Gut, es ist das letzte Level, weil es gibt keine anderen mehr. Aber hier finden wir auch den achten von den Orakel-Personen, von den Council-Membern, von den Ratsmitgliedern, die diese Orakelmaschine bedienen, um uns zu erzählen, wie, wo, wann, warum... Gut, warum vielleicht nicht, na doch, die Shikadi die Galaxie zerstören wollen. Und... Das war knapp. Komm her, meine Mücke. Na, vorbeigehüpft. Auf jeden Fall, wenn wir den gefunden haben, will ich hier sein. Nicht wirklich, das ist nur der Eingang, glaube ich. Wenn wir den gefunden haben, den letzten Kerl, dann geht's auf zum Orakel und dann stellen wir fest oder lernen wir, was genau der Plan ist. Warum die das wollen? Wer, wo, warum? All diese spannenden W-Fragen, die man immer stellen soll. Ja, wenn wir alles dann erfahren. Und die Story geht dann im fünften erst weiter. Im fünften Commander Keen. Das heißt dann wahrscheinlich auch die Armageddon Machine, ja. Denn die wollen so eine bauen. Ahaha, geh weg. Ich will nicht mit dir spielen. Oh, nur Munition. Schade, schade. Also hier weiß ich auch definitiv nicht, wo irgendwelche Secrets sind. Hier unten ist noch irgendwas. Ach, das ist das. Das ist der Weg. Ah, da will ich hin. Ich will ja über dieses... Über dieses Ding hier will ich drüber. Da muss ich irgendwo einen Schalter finden. Mal gucken. Mal gucken! So schwer kann es jetzt sein. Die anderen Level waren auch nicht schwer. Wir spielen ja auch nur auf normal. Und speichern trotzdem genug eigentlich. ja. Enge Gänge haben sie hier gemacht. Ich mag enge Gänge nicht. Haha. Du bist tot, Junge. Und da hinten will ich nicht rein. Schmalzkringel machen mich nur fett oder was. Donuts oder was. Keine Ahnung, was das genau war. Piu. Ah. Das ist das Problem bei diesen engen, tiefen Gängen. Da traue ich mich gar nicht zu hüpfen dann. Dann dauert es ewig. Okay, ich dachte, da wäre vielleicht jemand. Oh, hallo. Hallo, Schnecke. Ja. Ja, oben ist etwas. Mit einem Schalter sogar. Ja, speichere ich das mal. Ich habe das Gefühl, ich werde hier gleich sterben. Und meine Gefühle sind niemals falsch. Ja. Nicht, was das Sterben angeht. Auf jeden Fall. Komme ich da hoch? Von hier? Nach hier? Na klar, komme ich da hoch. Hurala. So, ich habe jetzt eigentlich keine Ahnung, was das getan hat. Weiß auch nicht, ob wir sehen werden, was es getan hat, weil ich einfach hier jetzt da durchhüpfe. Wenn es so schön weitergeht wie jetzt. Oh, ja. Ha. Klar. Verlierer und so. Ich hätte nicht stoppen sollen. Ich hätte da nicht hochhüpfen sollen. Hochhüpfen ist immer ein Fehler. Einfach am Fußboden bleiben. Und kriechen. Sodala. Dann ignoriere ich jetzt den Schalter da oben. Ich glaube, der macht nichts. Bin mir ziemlich sicher, der macht nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann das Level beenden, indem ich einfach hier weiterlaufe. Und nicht zurückgucke. Guck nicht zurück, Commander Keen. Guck auch nicht da unten. Oh, da oben war irgendwas. Und da war auch was. Uiuiui. Immerhin, ich muss ja jetzt die ganzen normalerweise 15 Minuten mit einem einzigen Level füllen. Deswegen sterbe ich absichtlich so oft, ja. Und wer es glaubt, wird selig und kann sich bei mir ein Poster vom Papst abholen. Nicht das, was auf der Titanic war. Das habe ich nicht bekommen. Sorry, tut mir leid. Aber interessant, nicht? Das ist das eins von zwei Titanic-Covern, die beschlagnahmt oder verboten wurden. Oder wie man das auch nennen sollte. Jetzt habe ich das zu früh gedrückt. Ach so, ja, okay, geh mal. Vielleicht resettet er ja, nee. Naja, jetzt aber. Ich frage mich, ob ich speichern sollte. Aber nein, wir machen das jetzt mal ohne Speichern. Ja, sprach's und hat sich umgebracht. Wie gesagt, 15 Minuten, ein Level. Habt, ja, viel Spaß dabei. Viel Spaß beim Zugucken. Yay, immerhin werde ich hier jetzt relativ schnell schon beim Rüberhüpfen. Keine Furcht zeigen. Ja. Nur die Mücke hier wieder. Die Mücke hier wieder. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das LP danach auch wieder zu Ende ist. Tut mir leid, dass, ich versuche mich mal zu beruhigen und meinen Enthusiasmus ein bisschen einzudämmen. Das nächste Commander Keen Spiel ist auf Steam kaufbar. Das hier war ja noch Shareware, die konnte man auch so bekommen, ohne Geld dafür auszugeben. Ich hab's noch nicht, besitze es noch nicht.
Denke aber schon drüber nach, ob ich mir das kaufen sollte. Ist nicht teuer. Kommt auch mit allen anderen Commander Keens, außer dem 3,5, diesem Keen Dreams, über das ich mal kurz gesprochen habe, und dem aller. Was soll das denn, bitteschön? Dem allerneuesten. Dem Commander Keen 6, Aliens Ate My Babysitter, heißt das, glaube ich. Das ist ein bisschen irreführender Titel, weil Aliens essen, glaube ich, nur den Babysitter, wenn man sie nicht holen kommt. Also du gehst dann und rettest deinen Babysitter. Sehr, sehr, sehr romantisch. Das ist halt 8-jährigen Romantik. So, jetzt aber. Jetzt kriege ich dich. Und jetzt speichere ich. Ist mir egal. Das hat eine Speicherfunktion aus einem bestimmten Grund. Das Spiel, ja. Ich bin einfach schlechter drin. Deswegen wurde die Speicherfunktion dazu gefügt. Ja, so ist es. Es ist die Wahrheit. Schockierend, aber ja. Es ist die Wahrheit. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. So. Komm her, Schnecke. Es klingt irgendwie... Ihr hört auch noch, was ihr hören wollt. So, da ist der letzte alte Mann. Hurra. 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 Ich kann vor lauter Freude kaum auf dem Fußboden... Huch. Das sieht aber schmerzhaft aus. Ja, du bist der Letzte. Lass uns beide zurück zur Orakelkammer gehen. Yay. Und da gehen wir jetzt auch hin. Zurück zur Orakelkammer. Wo die um ihre Maschine stehen. Und den aktivieren mit Gesang und ohne Arme anscheinend. Der eine hat, die haben aber keine Hände mehr. Ach, da ist der Schalter. Okay. Wie spektakulär. Das hättet ihr nicht mit dem Post-it-Zettel irgendwo vielleicht vermerken können, wie man die anmacht? Okay, ich bin still. Oh. Habt ihr schon mal versucht, es wieder aus- und anzustellen? Ah, jetzt ist es an, das rote Licht. Rotes Licht ist sehr futuristisch und heutzutage hat ja jeder PC, jede externe USB-Platte, jede Maus blaues Licht. Weiß nicht warum. Die Shikari sind eine Rasse von Schattenwesen von der gegenüberliegenden Seite der Galaxie. Das heißt, sie sind irgendwie entweder außen rum geflogen oder mittendurch, was sehr hardcore wäre von ihnen. Und die bauen eine Armageddon-Maschine und planen, die Galaxie zu zerstören und sie wieder neu aufzubauen. Können die nicht einfach eine neue Galaxie irgendwo anders hinbauen? Ist das nicht einfacher als die alte? Naja. Sie leben so und so weit weg und die Armageddon-Maschine ist fast komplett. Und sie sehen so aus. Und wir sehen das leider nicht. Nein, da müssen wir das nächste Spiel kaufen für. Ihr seid, ich verdamme euch, ID Games. Und Commander Keen wird natürlich hinfliegen. Und er hofft, dass es nicht auf seine Eltern regnet, die er betäubt hat, um weggehen zu können. Was es dann tut, hätte er mal nichts gesagt, wäre das nicht passiert. Continue. Das ist wie eine Serie im Prinzip. Und hier sagen wir nochmal, was wir nicht verpassen sollen in The Armageddon Machine. Was die schockende, ja, Conclusion? Beendigung? Auflösung von Goodbye Galaxy sein wird. Wir werden sehen, was wie die Shikari aussehen. Wir werden sehen, wie ihre Armageddon-Maschine, die Omega-Matic, von innen aussieht. Und wir werden eine Menge komischer Roboter und Aliens sehen. Sowie... Oh! Bildaufnahmen von einer explodierenden Galaxie. Das ist natürlich... Das steht dann schlecht wohl um Commander Keen und mich. Und noch ein paar Überraschungen. Ja. Wir sollen ihn sie anrufen oder schreiben. Ja. Damit wir es beziehen können. Das Spiel. Sodala. Dann bleibt noch eins zu tun. Das ist jetzt schon, ich habe das letzte Level ein paar Mal gespielt. Kann ich schon mal sagen. Ja, Bracket hier. Ist egal, wo man da steht. Das ist nur der Highscore. Und eine Sache gibt's noch. Ich dachte, ich fliege aus dem Spiel raus. Deswegen habe ich das getestet. Nicht, dass ich mitten in der Aufnahme rausfliege. Es gibt hier noch Petal War. Irrsinnig tolles Spiel, habe ich auch stundenlang gespielt damals. Quasi Pong einfach nur halt auf Commander Keen Armbandcomputer. Ah! Nein! Ja, und ich wollte sagen, der Computer ist relativ einfach zu besiegen und dann stelle ich gerade fest, dass ich hinten liege. Ich weiß noch nicht, ob das Spiel irgendwann endet. Ich glaube, das ist endlos. Du kannst das, glaube ich, spielen, bis du schwarz wirst. Und gucken wir mal auf die Uhr. Wie viele Minuten habe ich noch im Video? Was sagt ihr? Wollen wir das noch ein bisschen spielen? Ich denke mal nicht, nee. Hier haben wir alles gesehen, was wir sehen sollten. Ja, Rückhand, komm, los! Ah. Dann
Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Braket. Und macht's gut.